Da haben wir den Verlust von 10 Mitarbeitern gehabt, unter anderem auch von unserem Hauptkassier und unserem Urgestein, den Heinzi Breyer. Aber das, was mich heute erreicht hat, schlagt noch einmal alles, weil der Begründer der Nostalgie in Österreich ist plötzlich unerwartet mit 66 Jahren gestern gestorben. Bitte, Herr Zöckmeister, vielleicht ein paar Worte. Meine Damen und Herren, es ist wahrlich ein wunderschöner, sonniger Morgen und dennoch fühlen wir, dass wir einige Worte zu diesem tragischen Verlust hier darlegen müssen. Vor 36 Jahren haben wir als ÖBB 150 Jahre Eisenbahn in Österreich gefeiert. Die Nordbahn als einer der Hauptträger der Aufnahme des Eisenbahnbetriebs in Österreich. Strasshof lange Zeit als ein wesentlicher Knotenpunkt, vor allem im Güterverkehr. Vor 36 Jahren, 150 Jahre gefeiert und einer, der Präsident hat es schon erwähnt, der damals tragend an der Entwicklung der ÖBB Nostalgie und an der Organisation dieser Veranstaltungen, die wirklich großartige Feste auch hier auf diesem Gelände waren, war unser Kollege Gerhard Sokop, der uns, wie schon gesagt, gestern verlassen hat. Und das in einem Jahr, in dem wir eigentlich 100 Jahre ÖBB feiern, also nicht gerade ein wirklich sehr erfreulicher Spannungsbogen. Gerhard Sokop hat durch sein Talent und durch seinen unermüdlichen Fleiß ganz viel dazu beigetragen, dass wir hier auch mit eine Sammlung sehen können und dass überhaupt die Kulturgeschichte, die Technikgeschichte der Eisenbahn in Österreich hochgehalten werden konnte über Jahrzehnte. Und das nicht nur in der Form, dass man einfach Fahrzeuge gerettet hat, sondern dass er auch sehr sich darum bemüht hat, Nutzen darin zu stiften, dass diese Fahrzeuge auch kommerziell und zur Freude der Passagiere zum Einsatz kommen. Und ich denke, das ist ein wesentliches Element in der Bahnnostalgie, dass wir nicht nur Kulturgeschichte bewahren, dass wir Museum betreiben, sondern dass, soweit das noch möglich ist, die Bahn auch zum Erlebnis machen und den Spannungsbogen von der Geschichte der Eisenbahn zum modernen Bahnbetrieb darstellen können und vor allem auch den jungen Menschen zeigen, wo die Bahn und die Geschichte der Bahn herkommt. Denn wo sie hingeht, das können alle, die daran Interesse haben, mitgestalten. Und Gerhard Sokop war einer unserer ganz wichtigen, gestaltenden Mitarbeiter, der aber auch gewusst hat, wo die Bahn herkommt. Denn nur wenn man weiß, wo etwas herkommt, dann hat es auch Zukunft. Für Gerhard Sokop wird dieser schöne Sonnentag kein wirklicher Tag mehr sein. Und in diesem Sinne möchte ich um eine kurze Gedenkminute bitten und danke für Ihre Geduld. Lokomotiven haben Gerhard jetzt verabschiedet und so möchte ich noch ein paar Worte zum vergangenen Saison sagen. Es ist im Juli
2022 eine neue Verordnung für die Zulassung von Eisenbahnfahrzeugen in Österreich herausgekommen. Diese Verordnung ist natürlich beim heutigen modernen Verkehr, Eisenbahnverkehr absolut notwendig, damit es nicht zu Situationen wie in Griechenland kommt. Leider Gottes hat man aber vergessen, beziehungsweise man setzt in dieser Zulassungsbestimmungen einen neuen Railjet oder Nightjet, wie Sie ihn auch bei uns hier sehen können, mit Dampflokomotiven, die über 100 Jahre alt sind, gleich. Das hat bis jetzt einmal dazu geführt, dass wir derzeit keine Sonderzüge in Österreich führen können. Es ist uns aber gelungen, mit tatkräftigster Hilfe unserer tschechischen Kollegen und Freunde im Ausland, im Benachbarten, für unsere Nostalgiefahrzeuge Zulassungen in der Tschechei zu bekommen, zumindest solange es da in Österreich eine Lösung gibt. Die Tschechei ist ja von uns nicht so weit weg, also wenn Sie Sonderfahrten mitfahren wollen, dann kommen Sie bitte in die Tschechei. Des Weiteren, im vergangenen Jahr, so wie in den letzten 25 Jahren schon, war natürlich das Thema Hallenbau ganz groß. Es hat Verhandlungen gegeben zwischen Vertretern der Republik, des Landes, der ÖBB und der Bundesdenkmalamt. Soweit ich hörte, sind diese Verhandlungen wahrscheinlich wieder im Sand verlaufen. Und deswegen hat der Vereinsvorstand noch im alten Jahr beschlossen, dass wir die Halle, die wir durch eine großzügige Spende eines Einzelnen vor mehreren Jahren kaufen konnten, dass wir die jetzt in Eigenregie aufstellen wollen. Es sind ja die Erdbauarbeiten, Baufeldfreimachung bereits abgeschlossen. Heuer sind die Grabungsarbeiten für die Fundamente abgeschlossen worden. Wir haben in der Zwischenzeit eine Bodenverbesserung durchgeführt und in Kürze soll mit den Fundamentarbeiten begonnen werden. Und wir haben uns geschworen, auch wenn wir jedes Jahr nur ein oder zwei Rahmen dieser Halle aufstellen können, irgendwann werden wir dann in Eigenregie selber eine haben. Und daher ersuche ich Sie, so viel wie möglich Euros hier zu lassen, denn alles, was Sie spenden, kommt dieser Halle zur Verfügung, damit wir unsere Fahrzeuge nicht im Freien stehen lassen müssen, sondern sie unter Dach stellen können. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich auch ganz herzlich beim Land Niederösterreich bedanken, dass durch ihre Zuwendungen das Ganze, die Voraussetzungen, dass wir eine Halle bauen können, überhaupt möglich würde. Auch beim Bezirk Gensandorf, bei den Behördenverfahren, wir dort hatten auch immer ein offenes Ohr bei uns. Und last but not least, natürlich bei der Standortgemeinde Strasshof. Lieber Bürgermeister, vielen Dank für alles. Sie unterstützen uns sehr. Ich hoffe, dass wir das weiterführen können. Im Großen wünsche ich Ihnen noch einen schönen Aufenthalt bei uns. Wie gesagt, konsumieren Sie möglichst viel. Es kommt einen guten Zweck zur Verfügung. Herzlich willkommen in der Marktgemeinde Strasshof an der Nordbahn, sehr verehrte Damen und Herren. Trotz all dieser tragischen Ereignisse und Rückschläge, die hier die Organisation, der Vereinsvorstand immer wieder in Kauf nehmen muss, möchte ich Ihnen recht herzlich gratulieren, sehr geehrter Herr Kiesling. Als Präsident dieses Vereines, was Sie hier leisten, ist nahezu Übermenschliches. Vielen herzlichen Dank für diesen Instandhalten all dieser Fahrzeuge. Es wird heute eine 52er in Betrieb sein. Eine 52er steht auch in Strasshof, so in der Mitte der Gemeinde mit einer neuen Überdachung. Auch dieses Fahrzeug wurde hier im Eisenbahnmuseum generalsaniert. Für das auch mein herzlicher Dank. Ja, ich kann mich hier nur den Wünschen des Herrn Präsidenten anschließen. Sagen Sie es weiter, kommen Sie hierher,
schauen Sie sich hier an, was passiert, wenn man da so hinausblickt, dieser Steg, der dort steht, ein Fotosteg, das ist der ehemalige Bahnsteg in Floridsdorf. Als Büblein klein mit einem Jahr bin ich da schon drüber marschiert, weil meine Großmutter genau daneben gewohnt hat. Und man hat diesen Steg dort abgebaut und hier vor mehreren Jahren als Fotosteg wieder aufgebaut, um wirklich hier genau die Züge zu sehen. Und da gibt es eine Vielzahl an Dingen, die hier passieren. Und man versucht halt hier das Eisenbahnwesen, das historische Eisenbahnwesen, hier näher zu bringen. Die 150-Jahr-Feier ist angesprochen worden vor 36 Jahren, hat in Stadshof stattgefunden. Und wenn Sie hierher nach Stadshof dieses Jahr kommen, bedenken Sie auch, die Gemeinde Stadshof feiert heuer ihr 100-jähriges Bestandsjubiläum mit vielen, vielen Festivitäten, mit vielen, vielen Veranstaltungen. Vor 100 Jahren ist durch die Eisenbahn hier diese Gemeinde als selbstständige Gemeinde entstanden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen angenehmen Aufenthalt, viel Spaß bei den Loks, bei den Aktivitäten. Erzählen Sie es bitte weiter, 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 dass so viel wie möglich Leute hierher kommen und sich ansehen, was hier in der Nostalgie alles stattfindet. Einen wunderschönen Tag und alles Gute. Dankeschön, Herr Bürgermeister. Da gibt es den Spruchsatz: Unmögliches machen wir gleich und Wunder kommen etwas später. Vielen Dank. Wegen der Halle habe ich heute noch eine Bitte. Und zwar, ich würde ganz gerne in 3 Jahren zum Ende meiner Präsidentschaft die Halle eröffnen. Vielleicht lasse ich das irgendwie machen. Gut, bitte Herr Zitterdorner. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen im Stadshofer Eisenbahnmuseum. Es freut mich jedes Jahr wieder, wenn ich zur Eröffnung eingeladen bin. Und es ist für mich jedes Jahr wieder beeindruckend, durch das Gelände zu schlendern und die Objekte hier zu sehen. Ich bin heute schon eine Stunde früher gekommen, bin da schon die 1,5 Kilometer nach hinten marschiert und haben die historischen Eisenbahnstücke, die hier ausgestellt oder verwahrt sind, angesehen. Und jedes Mal wieder habe ich ein lachendes und ein weinendes Auge. Ein lachendes Auge, weil es mich faszinieren, die Lokomotiven, die Waggons, die Sonderfahrzeuge. Wenn man da durchgeht, sieht man die Diesellokomotiven der ÖBB von der 2045 über die Verschubloks, die 2050, die Triebwagen, die Geschichte der Elektrifizierung der Bahn in Österreich steht da hinten im Gelände Stück für Stück aufgereiht. Die Lokomotiven aus der Zwischenkriegszeit, die Kriegslokomotive 1020, die Entwicklungen nach dem Zweiten Weltkrieg von der 1044 bis zur Thyristor, von der 1040 bis zur Thyristor Lokomotive, die da hervor steht. Das ist das lachende Auge, wenn ich da durchgehe. Das weinende Auge ist das, was der Herr Präsident auch schon angesprochen hat. Die ganzen Objekte stehen im Freien, sind dem Diebstahl ausgesetzt und der Witterung. Und umso lobenswerter oder umso faszinierender ist es für mich, dass es hier Personen gibt, Menschen gibt, die Eisenbahngeschichte nicht nur genießen, sondern die Eisenbahnkultur leben, die hunderte, tausende Stunden investieren, um einzelne Objekte herzurichten, um einzelne Objekte wieder in fahrfähigen Zustand zu bringen und nicht zuletzt auch um dieses Gelände zu erhalten und zu pflegen. Wenn Sie da nach hinten gehen, sehen Sie, wie liebevoll zum Teil Blumen gepflanzt wurden, die Wiesen gemäht wurden. Einfach die Erhaltung dieses Geländes, das ja Hektar groß ist. Ich kann dem Verein, dem ich seit über 20 Jahren als Mitglied angehören darf, ich kann dem Verein nur weiterhin alles Gute wünschen und ich wünsche mir eine erfolgreiche Saison 2023. Dankeschön, Dieter Dörner. Und ich darf das Mikrofon jetzt an René Logner übergeben, um die heurige Saison zu eröffnen. Danke, Herr Präsident, meine geschätzten Damen und Herren. Ja, das Andampfen ist ein traditioneller Fixpunkt hier in Stadshof und ein Highlight touristischer Natur für die ganze Region. Ich möchte dem Team von Andi Kiesling wirklich ein großes Danke aussprechen, das auch im Namen unserer Landeshauptfrau tun. Es ist wirklich sensationell, was hier Jahr für Jahr geleistet wird, unzählige ehrenamtliche Stunden.
Und so ist es möglich, dass man dieses Kulturgut der Eisenbahn auch für die nächsten Generationen sichtbar macht. Wenn ich sage, touristisches Highlight, auch der Weinvierteltourismus und der Region Machfeld versuchen hier das Eisenbahnmuseum, das Heizhaus, bestmöglichst werblich mitzunehmen, um hier möglichst vielen Menschen diese tolle Einrichtung zu zeigen. Wie schon meine Vorredner angesprochen haben, erzählen Sie es weiter. Nur wenn wir gemeinsam zusammenhelfen, wird man dieses einzigartige Gut auch erhalten können. Ich wünsche mir, dass das noch für viele, viele Generationen weiter möglich ist, dass möglichst viele Menschen hier in der Region kommen und wir als Machfelder oder entlang der Nordbahn lebenden Menschen wissen, was wir auch der Bahn zu verdanken haben. Strasshof wird heuer 100 Jahre, die ÖBB wird 100 Jahre, da kann man schon erahnen, dass diese Entwicklung miteinander Hand in Hand gegangen ist und wir wollen auch weiterhin diese Entwicklung gemeinsam fortführen. In diesem Sinne wünsche ich dem Verein alles erdenklich Gute, weiterhin viel Motivation, viel Schaffenskraft, dass die notwendigen Euros in die Kassen kommen, um die Vorhaben entsprechend auch umzusetzen, und wünsche dem heutigen Andampfen, dem Saisonstart sozusagen einen guten Verlauf und darf auch im Namen der Landeshauptfrau hier offiziell die heurige Saison für eröffnet erklären. Alles Gute und mein großes Dankeschön. Herzlichen Dank. Wir fangen jetzt an mit der Fahrzeugparade. Und es gehen schon die Hallentore auf. Danke für die Mitarbeit. Sie sehen jetzt die 97208. Sie ist heute die älteste Dampflokomotive, die wir in Betrieb gesetzt haben. Baujahr 1892 in der Lokomotivenfabrik Floridsdorf. Diese Lokomotive ist ausschließlich am Erzberg, auf der Erzbergstrecke im Einsatz gewesen, zwischen Vordernberg, Briebichl und Eisenerz. Sie entwickelt 670 PS. Geschwindigkeitsmäßig, naja, war sie nicht so flott unterwegs, 30 Stundenkilometer im Normalbetrieb und mit der Zahnradstange am Erzberg nur 15 km/h, aber sie hat bis 1978 diese Hauptlast des Erzverkehrs auf dieser Strecke geführt. Die Lokomotive wurde erst vor ein paar Jahren vom Young Steam Team betriebsfähig hergerichtet und ist heute, wie gesagt, für die Geländefahrten für Sie unterwegs. Dankeschön und Abfahrt. Thank you.
Jetzt steht die 310-23 vor der Halle, dem Anlass entsprechend mit Trauerflor. Vor 36 Jahren hat die ÖBB zu ihrem 150-Jahr-Jubiläum diese Lokomotive noch in der Hauptwerkstätte Knittelfeld renoviert und in Betrieb genommen. Und wir sind bis jetzt daran, mit allen Energien, die wir haben, interessiert, diese Lokomotive betriebsfähig zu belassen. Sie wird heuer noch einmal fahren können. Nächstes Jahr braucht sie einen Rohrsatzwechsel. Auch das ist wieder mit vielen finanziellen Herausforderungen verbunden. Und Gerhard Zokuf hat 10 Jahre lang für die ÖBB diese Lokomotive bei etlichen Nostalgie- und Sonderfahrten in ganz Österreich eingesetzt. Und ohne Gerhard Zokuf hätte es diese Lokomotive nicht so lange lebendig für Sie erhalten gegeben. Und da noch einmal einen herzlichen Dank für den Gerhard, dass er sich immer so eingesetzt hat, dass die Eisenbahn auch ihre Vergangenheit nicht vergisst. Gerhard, Günther, du bist auch ein guter Freund gewesen von Gerhard. Und bitte Abfahrt. Dankeschön. Jetzt ist unsere 52-100 herausgekommen. Die Lokomotive wurde 1943 in München gebaut, war dann nach dem Zweiten Weltkrieg in Jugoslawien. Wir haben die Lokomotive durch einen Eisenbahnfreund, der hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass dort in Jugoslawien die Lokomotive zum Verschrotten steht, haben wir diese Lokomotive 1994 ankaufen können und betriebsfähig aufgearbeitet. Und diese Lokomotive war bis 2018 in Betrieb. Und gerade auch wieder in den letzten Jahren der ÖBB-Erlebnisbahn haben wir sehr gerne und immer wieder diese Lokomotive der ÖBB zur Verfügung gestellt für Nostalgiefahrten. 2018 war dann wieder der Rohrsatz fällig und seit gestern ist sie wieder fahrfähig. Verdanken tun wir das den Reini und den Roland. Die haben sich da wirklich ins Zeug eingekaut. Danke ihr beiden, dass ihr das gemacht habt.
Bildern verraten, unseren Mitarbeitern ist es wirklich eine Freude, diese Lokomotive wieder so hören zu können. Und wenn Sie die Gelegenheit gerne nutzen wollen, Sie können sich immer wieder heute gerne einrauchen lassen, Sie brauchen nur am Steg stehen. Wir haben jetzt noch eine kleine Überraschung vorbereitet, die jetzt hereinkommen wird. Die Zeit werde ich jetzt überbrücken und werde Ihnen aber kurz erzählen oder zeigen, was wir noch alles gemacht haben heuer. Wir haben den Bahnsteiggleis selber neu verlegt, dass wir wieder am Bahnsteig einfahren können. Also es ist jetzt seit 10 Jahren wieder möglich, dass wir die Geländefahrten vom Bahnsteig aus machen, nicht mehr über die Holztreppen. Und es hat dann auch noch manchmal gibt es wirklich Zufälle, an denen wir uns dann so entlang handeln. Eine große, namhafte österreichische Filmproduktionsfirma hat bei uns angefragt für eine Kafka-Verfilmung, eine mehrteilige Serie, die nächstes Jahr, ich glaube, ins Fernsehen kommt, was ich mitbekommen habe. Die haben diese ganzen Bahnszenen hier gedreht und dazu wollten sie unbedingt den Bahnsteig saniert haben mit weißem Sand, dass das italienische Verhältnisse hat, weil das war also eine italienische Bahnszene. Und wir haben also auch diesen Bahnsteig saniert. Wir sind jetzt so motiviert, dass wir auch im Sommer oder bis zum Sommer den vorderen Bahnsteig auch sanieren wollen, dass das ein einheitliches Bild ergibt. Und wenn Sie heute mit den Geländefahrten mitfahren, werden Sie auch sehen, dass etliche zweiachsige Reisezugwagen auch neu lackiert worden sind, sodass das auch ein sehr schönes äußeres Erscheinungsbild ergibt. Wir haben natürlich weitere Ziele vor, das bedingt aber, dass man sehr viele ehrenamtliche Mitarbeiter brauchen. Wir wollen die Gartenbahn erweitern, es soll eine Südumfahrung gebaut werden vom Tunnel. Wir wollen die Endspuranlage digitalisieren, damit wir sie wieder der Öffentlichkeit zugänglich machen können. Es gibt also ganz, ganz viele Projekte, natürlich wollen wir auch weiter Fahrzeuge sanieren, aber wir wollen natürlich, wie gesagt, auch die Halle errichten und dadurch, dass wir nur bescheidene finanzielle Mittel haben, ist da hier auch sehr viel Eigenleistung notwendig, damit wir da was erreichen können. Daher ersuche ich um rege Mitarbeit für unsere Vereinstätigkeit, einfach Mitglied werden beim ersten österreichischen Straßenbahn- und Eisenbahnclub. Und Sie können wirklich hier bei uns mitarbeiten. Was wir auch noch weiterarbeiten, das ist der Pullman-Salonwagen, der wirklich eine riesengroße Herausforderung ist. Es ist ja wirklich ein Salonwagen, der also sehr aufwendig zu restaurieren ist. Wir wollen einen Rohrsatzwechsel machen der beliebten Stadtbahnlokomotive, die ja noch letztes Jahr gefahren ist. Die Rohre liegen schon da, nur sie müssen bearbeitet werden und eingearbeitet werden in den Kessel. Ja, und jetzt kommt dort schon langsam das Geburtstagsgeschenk. Wenn Sie sich vielleicht erinnern können, die Leute, die letztes Jahr da waren, ich habe also da hatte der Verein ins 50-Jahr-Jubiläum gefeiert und ich habe gesagt, es schaut so aus, als würden wir ein Überraschungsgeschenk bekommen. Ich wollte es noch nicht verraten, weil ja, so Geschenke verraten wir ja nicht. Und außerdem war es noch nicht in trockenen Büchern, wie man so schön sagt. Eine Dampflok geschenkt zu bekommen in heutigen Zeiten ist ja keine Selbstverständlichkeit. Die Firma Knorr in Mödling, Bremsen Knorr, ist also eine ganz bekannte Firma, gerade in der Eisenbahntechnik, die hat auf ihrem Parkplatz eine kleine Dampflokomotive stehen gehabt. Dadurch, dass die Auftragsbücher aber so voll sind und sie das Werksgelände erweitern mussten oder wollen, musste diese Dampflok weg. Und die Firma Knorr hat sich entschieden, diese Lokomotive an das Eisenbahnmuseum Straßhof zu spenden. Und es ist also geglückt, dass diese Lokomotive tatsächlich mit einem Autotransport am 29. Juli letzten Jahres hier ins Gelände gebracht wurde. Mit einem großen Kran ist dann die Lokomotive vom Tieflader abgeladen worden und es haben sich in der Summe ca. 20 Mitarbeiter gefunden, die haben gesagt, ja, dieses Geschenk, das wollen wir einfach jetzt nicht nur so lassen, sondern da muss man eigentlich etwas machen daraus. Und wir haben die Lokomotive erstens einmal rollfähig wiederhergestellt
damit wir sie auch in die Werkstätte bringen können. Und dann wurde emsig daran gearbeitet, auch diese Lokomotive äußerlich wieder herzurichten. Ja, da kommt sie schon hereingefahren, sie wird geschoben von einer kleinen Diesellokomotive. Diese kleine Dampflokomotive wurde 1930 ebenfalls in der Lokomotivenfabrik Floridsdorf gebaut. Allerdings ist diese Lokomotive nicht für die ÖBB gebaut worden, sondern für ein Privatunternehmen. Und Sie können sich vorstellen, in den 1930er Jahren, in der Wirtschaftskrise, die wenigen Betriebe, denen es gut gegangen sind, trotz Wirtschaftskrise, das waren die Brauereien, weil Bier ist immer getrunken worden. Und so wurde diese Lokomotive für die Dreher Brauerei gebaut und kam nach Schwechat. Dort ist sie auch eingesetzt gewesen und hat die Bierkühlwagen in die Brauerei vom Bahnhof gebracht, weil damals ist ja die Fracht noch sehr stark auf der Schiene transportiert worden. Da bemühen wir uns ja heute wieder, dass wir das vielleicht wieder so irgendwie hinbekommen. Ja, und bis 1955 war sie dort im Einsatz. 1955 wurden dann Diesellokomotiven angeschafft und diese Lokomotive wurde dann verkauft an die Zuckerfabrik nach Dürrengrut. Und so schließt sich wieder der Kreis hier wieder ins Machfeld und ins Weinviertel, weil diese Lokomotive bei der Zuckerfabrik bis 1970 dort im Einsatz gewesen ist. Und dort vor allem bei der Rübenkampagne ist sie dort eingesetzt gewesen und war dann ziemlich verrostet am Bahnhof in Dürrengrut abgestellt 1970. Und in Guntramsdorf gab es einen großen Schrotthändler, die Firma Sieber, und die hat gesagt, sie haben so viele Lokomotiven für die ÖBB verschrottet, und es war jetzt dann Ende der 70er Jahren, wo es schon kaum mehr Dampflokomotiven zum Verschrotten gegeben hat, die meisten sind schon in den Hochofen gewandert, und da hat dann der Firmenchef gesagt, naja, eine so eine Dampflok, die möchte ich mal als Erinnerung im Werksgelände aufstellen, und hat diese Lokomotive von der Zuckerfabrik bekommen, ist dann dort ins Werksgelände aufgestellt geworden und dann ist sie aber in Vergessenheit geraten. Hinter den Schrottbergen ist sie immer mehr in Wald eingewachsen. Man hat sie eigentlich kaum mehr gesehen und 2003 hat man dann für den ehemaligen Geschäftsführer Günther Vatterer der Firma Knauer diese Lokomotive im Werksgelände eben aufgestellt und deswegen hat sie auch dann 2003 den Namen Günther zusätzlich bekommen und wir haben jetzt diese Lokomotive in den äußeren Zustand der Zuckerfabrik Siegendorf von 1965 zurückversetzt. Herzlichen Dank für alle, die hier mitgeholfen haben. Dankeschön. Herr Bürgermeister, ich muss Ihnen sagen, ich habe jetzt nachgeschaut. Ja. Wir haben 9 Monate an der Lokomotive gearbeitet, die wesentlich kleiner ist. Die 52er haben wir in 5 Monaten gemacht. Also das war wirklich eine Herausforderung, bis wir das letztes Jahr zusammengebracht haben. So, das war jetzt die Fahrzeugpräsentation. Wir stellen jetzt die Lokomotiven für die Pressefotos auf. Jetzt kommt jetzt dann noch die 310er auf Gleis 1 hereingefahren. Und anschließend kommen dann bitte Vorsicht dann am Bahnsteig. Wir fahren dann mit der 97er herein und stellen die Waggons dann für die Geländefahrt auf. Danke für die Aufmerksamkeit und bitte jetzt für die Pressefotos gehen wir. Wo wollen Sie hingehen? Zu welcher Lokomotive? Herr Lobner? Zur 52er. Gut, gehen wir zur 52er. Bitteschön. Mit diesem Wasser.
Von der Hochzeitshalle. Sie können mit der Gartenbahn mitfahren. Sie können die Stellwerksausstellung besichtigen. Sie können die H0-Modelleisenbahnanlage in Kasserbereich besichtigen. Überall gibt es neue, viele kleine Details zu erleben. Um 1 Uhr gibt es eine Führung in der Halle. Mein Kollege daneben steht auch in der Uniform, wird Ihnen die Highlights unserer Sammlung zeigen und Sie können dann auch in den sonst gestörten Werkstättenbereich einen Blick hineinwerfen, ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen.
Sie haben dann auch die Möglichkeit, am Führerstand der 3-10er mitzufahren gegen 50 Euro pro Person. Wir fahren, wie gesagt, mit diesen Dampflokomotiven bis 17 Uhr. Also Sie haben den ganzen Tag Zeit, sich das frei einzuteilen. Unser Wildwetter Leitungshalle haben wir für Sie heute einen Bücherflohmarkt aufgestellt. Und wenn Sie Ihr Glück probieren wollen,